Du siehst sehr jung aus. Sehr, 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 sehr jung. Also ich bin 18. Wendler. Werner. Nee, Willi. Michael. Als Experte. Was ist mit Michael? Zu alt. Also auf mich kommst du total skurril rüber. Und willkommen zu einem Trash-Brennpunkt-Spezial der Wendler in der DSDS-Jury. Ich habe eine neue Jury. Mit Maite Kelly, Mike Singer, mit egal. Was genau hat sich RTL dabei gedacht? Ein Typ, dessen Musik sowas wie aktive Sterbehilfe ist? Wendler und Musikexperte, das ist genauso realistisch wie Claudia Obert und ein Glas Wasser. Normalerweise hätte ich Niederschlag. Ich freue mich von ganzem Herzen. 14. Staffel, legendär. Ich glaube, niemand könnte mehr aus dieser Branche erzählen als ich. Und über Selbsteinschätzung natürlich. Oh mein Gott, wie dumm du bist. Deutschland sucht den Superstar, ist 18 geworden. Klar, dass der Wendler da zuschlägt. Micha, du hast aber prinzipiell was falsch verstanden. Wendler schön trinken, das ist unser Job. So rum bringt das überhaupt nichts. Also beim Schminken brauche ich so ungefähr so 2 Stunden. Was machst du so den ganzen Tag? Hast du einen Job und so? Nein, ich habe keinen Job. Ich wurde gekündigt. What? Kein Job mehr und eine drohende Insolvenz? Dafür hat unsere Jury ja einen Experten an Bord. Welchen Michael? Wendler. Ja, kenne ich mich. Ja, wovon lebst du im Moment? Von meinen Eltern. Egal. Wie alt bist du? Fragen darf noch 19. Mal? 19. Die Leute gucken, machen Fernseher an oder gucken YouTube. Da sehen die alle Leute feiern, fahren Lamborghini, schmeißen die Kohle raus. Ich finde es ein bisschen unfair, dass die Laura damit reingezogen wird. Sie supportet den Micha ja so sehr, sie kann die Beziehung eigentlich als Sozialstunden abrechnen. Bisher hatten alle immer so gesagt, es ist wirklich unmöglich, jemanden in der DSDS-Jury unterzubringen, der unsympathischer ist als Dieter Bohlen. Und RTL so, Challenge accepted. Du willst nur Musik machen? Nicht nur Musik, auch im Fernsehen. Irgendwas muss nicht Musik sein, aber Hauptsache berühmt oder Musik? Hauptsache. Wir hören uns jetzt erstmal an, ob du wirklich das gibst. Come on, boy, boy, keep getting up. Come on, boy, boy. Ich schwanke. Du kannst überhaupt null singen. Aber ich bin dafür, dass wir dich weiternehmen. Ja, sie hat jetzt vielleicht ihren Text vergessen, aber wenn sie dann irgendwann mal Fame ist und bei Sport 1 im Nachtprogramm hier die 0900-Nummer aufsagen muss, das wird sie schon hinbekommen. Sie kann nicht singen, ist Fame geil, natürlich ist sie weiter. Bevor aber ein falscher Eindruck entsteht, Qualität ist auf jeden Fall wichtig, also zumindest was Botox, kurze Röcke und natürlich die Silikoneinlagen angeht. Konzentration bitte. Follow the kings at the queens on the throne. We will pop champagne and raise a toast. All of the kings who are fighting alone. Was hättest du denn gerne von mir, ein Ja oder ein Nein? Natürlich ein Ja, was denn sonst? Natürlich ein Ja, aber man kriegt nicht immer das, was man will. Krieg ich auch nicht. Dass Trump die Wahl doch gewinnt. Der Gesang war natürlich ganz okay, aber dein Dekolleté ist leider nicht tief genug und du bist nicht billig genug angezogen. Du bist natürlich raus. Lange genug gewartet, jetzt kommt der putzige Verputzer. Niemand verputzt aber so viel wie der Wendler. Auf Gitarre, dein ist mein ganzes Herz. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Und der Micha so, das ist also so eine Gitarre und mit der kann man Musik machen, so richtige Musik. Das ist ja unfassbar. Micha, du bist wahrscheinlich nicht allein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person, die Maite geschminkt hat, jetzt genau das ist, was du auch bist. Arbeitslos. Es sieht irgendwie eher nach Schmutz aus, aber genau das passiert halt, wenn man die Beauty-Produkte verwendet, die Laura Müller in ihren Insta-Stories angepriesen hat, zumindest mal. Mein Name ist David. Ich hatte dieses Jahr gesundheitliche Probleme. Bei mir wurde ein Darmpilz festgestellt. Ich habe alles hinter mir, von Magenspiegelung bis Darmspiegelung. Dann hätte ich Déjà-vu von dir gesungen. Oh, nice. Okay. Ich schreibe diese Strophe mit Blick auf die Champs-Élysées. Mach du mal. Ich schreibe diese Strophen mit Blick auf die Champs-Élysées. Das ist Mike Singer. Okay, ohne sein Wuschelkostüm hätte ich den auf gar keinen Fall erkannt. Ich habe jetzt gar keinen großen Unterschied gehört. Beide sind jedenfalls leider nicht weiter. Sorry. Das nächste Mal vielleicht einfach wirklich einen Minirock anziehen und unter 18 sein, dann klappt das. Die Everglades und Rhein kann man nicht vergleichen. Aber ihr wisst wenigstens nicht von Krokodilen gefressen. Schade. Die nehmen ja auch nicht jeden. Ich bin Dominik. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, würde ich sagen, momentan mein Bruder. Ja, ich sehe mich schon als sein Manager, würde ich sagen. Die Performance muss ja noch ein bisschen verbessern. Und das finde ich, Sings finde ich auch ein bisschen besser, ja? Deine Chancen bei DSDS schätze ich nicht hoch ein. Ich liebe dich. Einige Kandidaten wollen einfach dich hören. Das Gute daran ist, dass er in Sachen Erziehung ja noch jede Menge Erfahrung von Tochter Laura hat. Aha, aha, aha. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. Ah, doo-doo. Ah, 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 ah.
Der Typ mit den Affenlauten ist der beste Sänger des Abends. Was sagt das über DSDS? Ich will hier weg. In Urlaubshotels gibt es ja auch immer so eine Urlaubsunterhaltung. Dann kommen da immer irgendwelche Zauberer, Sänger und Künstler. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Künstler entdeckt, der so gut war wie du. Dankeschön. Ja, du gehörst auch nicht in irgendwelche Hotels oder so, du gehörst auf die Bühne. Ja, gut, Michael ist halt auch gerade damit beschäftigt, sich für seinen Telegram-Post zu überlegen, wie er den Leuten klar macht, dass sie hier niemals auf einem Schiff waren. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, der Darmpilz oder doch der Wendler? Ella. Einfach nur Ella. Ich will Schauspielerin werden. Ja, warte, ich habe keinen Bock, irgendwie als Putzfrau zu enden. Nee, nicht mit dem, was mir Gott geschenkt hat, Alter. Oh, die ist so dumm, ey. Wie wäre es einfach mit Arbeiten? Ah, das ist jetzt wahrscheinlich diese gemeinsame Folge von Hartes Deutschland und DSDS, oder? Dieter Bohlen. Ja, was kann er außer Sprüche klopfen, die ihm jemand vorgeschrieben hat? Entschuldigung. Ella. So wie alle nur rückwärts. Du bist 26 und hast eigentlich noch gar nichts auf die Kette gekriegt. Genau deswegen bin ich hier, Alter. Was denkst du denn? Ich will hier nur sein, um entdeckt zu werden. Man muss nur bei DSDS mitmachen und schon ist man Fame oder halt ja, Verschwörungs-Heini. Peinlicher als ihr Auftritt ist nur ein durchschnittliches Wendler-Video. Ich hab von dir geträumt, das tut mir nicht gut. Mein Kissen riecht nach dir und ich will mich nicht verlieren. Träumen tut mir nicht gut. Doch. Boah, die Klinge, die Stimme klingt aber unangenehm, mein lieber Scholli, du. Weißt du, was ich total unsympathisch finde, ist, dass du gesagt hast, du willst nur entdeckt werden. Weißt du, es gibt so Leute, die denken immer, die anderen haben Schuld. Weißt du, was das aus denen wird? Der klassische Loser. Was? Es gibt wirklich Leute, die wollen nur Fame werden? Ich habe gerade ein Posting gemacht für Instagram und bin ein bisschen im Stress. Wir können nur hoffen, dass das Schiff gleich gegen einen Eisberg fährt bei der Performance. Die ganz normalen Menschen, die mussten alle wieder von Bord gehen, weil ihnen schlecht wurde. Oder was ist da los? Ich bin Zoe Priscilla und das ist mein Opa. Mein Großvater ist ein Druide. Ein Druide der Neuzeit, ist vielleicht ganz wichtig. Ist kein Leben mehr drin. Dieser Baum lebt nicht mehr. Gut, der Baum ist morsch, trägt keine Blätter mehr. Ach, dann bin ich auch ein moderner Druide. Und wir alle dachten, dass der Papa von der Kelly Family schon lange tot ist. Das könnte jetzt auch Wendlers Tochter sein oder natürlich seine Freundin. Hallo Zoe. Oh. Du siehst sehr jung aus. Sehr, 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 sehr jung. Das, ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist erstmal gar nichts. Also. Also ich bin 18. 18? Okay. Du und ich. Schade, zu alt für den Wendler natürlich. Beim Stichwort jung wird der Micha natürlich ganz wuschig. Okay, danke schön. Ich muss sagen, was aus deinem Körper rauskommt, ist wirklich ordentlich. Wie oft er das schon zu Laura gesagt hat. Ich muss brechen. Ja. Der Wendler hat dir das Ja-Wort gegeben. Gibt's irgendwas, was vielleicht doch für den Wendler spricht? Gut, ne, man kennt ihn, das können wir jetzt nicht über alle Jurymitglieder sagen. Aber sonst, ein Ja-Wort vom Wendler, das heißt, sie hat in dem Moment alle Schulden geerbt und sie wird nie wieder Werbung auf Insta machen können. Weiter geht die muntere Fahrt auf dem Mülltanker. Guten Morgen, guten Morgen. Seid ihr endlich wach? Seid ihr endlich wach? Wir sehen schon Mutter, ja längst schon wach. Hey. Ist er das Leiden Christi, von dem immer alle reden? Ja. Ich fürchte, den einzigen gelben Zettel, den er bekommt, das wird eine Krankschreibung bleiben. Aber eine andere Frage, sag mal, trinkt der Micha jetzt hier eigentlich immer noch? Immerhin ist er wahrscheinlich dann ja, auch gleich so betrunken, dass er aufs Klo geht und das neue Cover für sein Album kreiert. Hallo, Luciano. Hast du einen Freund? Nee, hat sich noch nicht ergeben. Was ist mit Michael hier so? Michael, nein, zu alt. Zu alt? Zu alt. Meine Frau ist 7 Jahre jünger als du. Ja, das stimmt. Das sagt die aber nicht zu alt, du. Ja, die steht dann auf ältere Männer, ist doch okay. Ich aber nicht. Jawoll! Alt ja, aber leider nicht reif. Mit diesem Post hier bei Telegram hat er sich wirklich komplett ins Ausgeschossen. Ein KZ-Vergleich, das ist einfach so unglaublich widerlich falsch und einfach nur ekelhaft. Das geht überhaupt gar nicht. You're indestructible, always believe it.
Also auf mich kommst du total skurril rüber. Der einigermaßen normal denken kann über den Wendler. Das ist hier aber auch alles für Laura ein bisschen merkwürdig. Ich meine, sie muss jetzt hier in einem Hotelbett schlafen. Normalerweise hat sie ja immer ein Gitter drumherum. Dann ist ja richtig hier. Ja, eben. Dieter Bohlen, was gehört zu mir? Ich bin Emily und ich stelle mir die ganze Zeit das Schlimmste vor, damit ich vorbereitet bin, falls es schlimm wird. The more they stay the same. Don't you hesitate, girl, put your... Ich habe ja so schrecklich zugenommen. Aber durch dich, liebe Emily, fühle ich mich auf einmal wieder so leicht. Wie man einfach sieht, dass er hier als Experte völlig überfordert ist. Also richtig überfordert oder wie es auch heißt, Michas Hosenbund. Fairerweise muss man dazu sagen, Laura hat natürlich auch zugenommen. Sie ist hier aber auch noch im Wachstum. Geile Typen, geile Frau und der Wendler. Ich möchte auf jeden Fall gerne ins Fernsehen. Ja, Fame. Das stimmt, man kriegt auch Hate. I go out of my head and I just can't get enough. I just can't get enough. All the things you do to me. Dankeschön. Werner. Nee, Willi. Quatsch. Michael. Der Bohlenfilter ist ja wieder aktiv. Ich verlange ab sofort einen Wendlerfilter, damit wir das alles hier ertragen. Du hast eine irgendwie komische Art und Weise zu singen, finde ich. Deine Art zu singen ist ein bisschen skurril, ja? Das sagt ausgerechnet der Wendler, der Töne noch schlechter trifft als gute Entscheidung. Ich fand ihn wirklich unterhaltsam, aber ich glaube, bevor 82 Millionen Menschen in Deutschland an dieser Jury zweifeln. Irgendwie fühlt es sich sehr komisch an, dass der Bohlen jetzt nicht mehr der unangenehmste Typ hier in der Jury ist. Ich bin Ilaria, ich bin fertig mit meiner Ausbildung. Also ich habe so viele Schminken zu Hause. Ich schwör. Sie ist aber 24 und damit leider deutlich zu alt für den Micha. I'm of the deep end, watch as I dive in. I never made the ground. Ah, die goldene CD. Aber wer bist du denn? Pietro Lombardi von Wish bestellt kann schon mal nicht sein. Der sucht ja immer noch seine 500.000 Euro, die ihm geklaut wurden. Ich bin Shada. Ich denk nicht an das Ruhm. Ich studiere biologische und allgemein Psychologie. Jetzt hört er also die Folge schon wieder vor, das gibt wieder Ärger. Spätestens am Altar, wobei die Frage noch nicht geklärt ist, ob das dann Traualtar oder doch Traueraltar heißen müsste. I push it down, push it down. Da, los geht's. On a swing from Genelie. Wir alle, weil es in diesem Jahr kein richtiges Dschungelcamp, sondern nur eine Ersatzshow gibt. Muss er vielleicht einfach kacken? Das tut jedenfalls bestimmt auch der Mikro weh. Menderes, jetzt kannst du aber wirklich mal deine Maske absetzen. Und eines muss man ihm auf jeden Fall lassen. Textsicher ist er allemal. Es sind für DSDS-Verhältnisse tatsächlich ziemlich wenige Freaks mit dabei. Gut, vom Wendler natürlich mal abgesehen. Und der Michael so, ey, das hört sich ja wie meine neue Single an. Mega gut. Hoffentlich kommt jetzt endlich mal dieser Eisberg. Okay, hast du noch einen zweiten Titel? Nicht mit uns, Bitch. Kann es eigentlich sein, dass genau der Kandidat dafür verantwortlich ist, dass beim Wendler eine Sicherung durchgebrannt ist? RTL hat sich jetzt doch dazu geäußert, dass der Wendler ja mit am Start ist. Sie wollen sich die Show nicht kaputt machen lassen. Rausschneiden konnten sie ihn angeblich nicht. Was sagt ihr? Ist es okay, dass er mit dabei ist? Oder hätte man das einfach gar nicht ausstrahlen dürfen? Wenn euch mein kurzes Update gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Qualitativ hochwertigen Trash gibt's hier bei der Couple Challenge. Es ist die unfassbarste Folge. Daniele Negroni ist so krass ausgerastet. Wenn ihr es nicht gesehen habt, klickt hier rein. Wirklich der Hammer. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.